Im Jahr 2017 habe ich euch mit über 90 FIFA-News-Folgen informiert, was sich zu FIFA 18 und teilweise auch zu PES 18 verändern wird. Von Gerüchten bis hin zu neuen Ligen, Gameplay-Funktionen, was wird neu und vieles, vieles mehr. Doch was ist denn nun alles neu in FIFA 18? Wer nicht alle Videos verfolgen konnte oder es bereits vergessen hat, hier in diesem Video fasse ich für dich alles zusammen. Bevor wir aber intensiv auf FIFA 18 eingehen, gibt es schon mal eine wichtige Meldung für alle. Denn in diesem Jahr wurden die Bundesliga-Rechte mit der DFL neu verhandelt. Lange sah es auch danach aus, dass EA Sports die Rechte verlieren könnte für ihr FIFA. Doch Konami machte über ihre Social-Netzwerke ein falsches Versprechen für ihre Zocker. Denn lange hieß es, es würde gut für den FIFA-Konkurrenten aussehen. Doch das Ergebnis ist, dass EA Sports wieder die exklusiven Rechte besitzt. PES darf keine Bundesliga sowie zweite Bundesliga integrieren. Und das Ganze bis 2022. Das heißt, PES-Zocker müssen definitiv über 5 Jahre warten, bis sie wieder neu hoffen dürfen. Andersherum gesehen können sich FIFA-Zocker freuen, in den nächsten Jahren sicher ihre Lieblings-Bundesliga-Mannschaft spielen zu können. Doch Konami reagiert sehr schnell auf diese Niederlage. Seit 2016 sind sie nämlich eine exklusive Partnerschaft mit Borussia Dortmund eingegangen und haben diese 2017 verstärkt und nach über 20 Jahren ist das allererste Mal, dass Westfalenstadion, aktuell Signal Iduna Park, nicht mehr in FIFA dabei. Dortmund hat nun in FIFA 18 auch das Juhu-Waldstadion. Anfangs freuten sich auch viele, dass Ancelotti ebenfalls als Original dabei ist. Doch da FC Bayern ihn beurlaubt hat, ist er von EA wieder rausgepatcht worden. Dasselbe betrifft auch die La Liga in Spanien. Der Verband ist 2016 eine intensive Partnerschaft mit EA Sports eingegangen und von Jahr zu Jahr soll die La Liga stärker in FIFA präsentiert werden. Auch hier reagiert Konami und macht Exklusivverträge mit FC Barcelona und FC Valencia. Dadurch verliert EA Sports 2 weitere Stadien für FIFA 18. Das Camp Nou, das schon seit FIFA 17 nicht mehr dabei ist und laut Vertrag auch in FIFA 19 und FIFA 20 fehlen wird. Zudem ist nun auch das Stadion von FC Valencia in FIFA 18 Vergangenheit. Dafür kann man sich aber an diesen neuen Stadien erfreuen. Das neue Wanda Metropolitano Stadion von Atletico Madrid. StubHub Center von LA Galaxy. The Amex Stadium von Brighton & Hove Albion und das Stadion von Huddersfield Town. Was die UEFA-Lizenz für Champions League und Europa League betrifft, diese gehört Konami auch noch für PES 19. Aber nächstes Jahr, wenn ich für euch dann wieder FIFA News zu FIFA 19 mache, müssten eigentlich neue Verhandlungen stattfinden, um zu schauen, wer dann wieder die Lizenz für eine 3-Jahres-Periode bekommt. Und wenn wir schon bei Lizenzen sind, natürlich ist die Premier League wieder voll lizenziert und wird auch ab FIFA 19 weiter verstärkt, denn EA Sports ist nun auch eine exklusive Partnerschaft mit der EFL eingegangen, also für die zweite Liga und mehr in England. Dazu gibt es das verbesserte Premier League Overlay in FIFA 18. Aber auch das allererste Mal gibt es das Original La Liga Overlay. Mit einem Patch nachgereicht ist nun auch das wunderschöne neue Bundesliga Overlay dabei, das natürlich auch für die zweite Bundesliga gilt. Ein DFB-Pokal und dritte Liga Overlay gibt es aber nicht. Und das ist das Stichwort für den nächsten Punkt. Welche Ligen sind diesmal neu dabei? Global betrachtet gibt's eigentlich so gut wie nichts zu FIFA 18 zu vermelden. Aber für deutsche Zocker erfüllt sich ein jahrelanger, sehnsüchtiger Traum. Denn der DFB ist endlich mit EA einig geworden und in FIFA 18 ist endlich die dritte Liga dabei. Und wie ich bereits schon 2016 euch berichtet habe, hat man die dritte Liga-Lizenz, hat man auch den DFB-Pokal. Denn der ist im Lizenzpaket mit enthalten. Doch leider mit einer kleinen Einschränkung. Da keine Regionalliga enthalten ist, kommt man nicht auf die echte Teilnehmerzahl. Also gibt's am Anfang mal wieder eine Playoff-Runde und man muss als Drittligist auch noch Glück haben, random ausgelost zu werden. Ansonsten ist alles dabei. Echter Pokal und danach echter Ablauf.
aber Pokal hin und her. Du kannst endlich im Karrieremodus mehr Realismus in der Bundesliga erleben und hast alle 20 dritte Liga-Vereine lizenziert. Über 500 neue Spieler mit ihren Spielerbildern, realistische angepasste Stärken und original Heim- und Auswärtstrikots. Die Torwarttrikots sind etwas komisch, da sich EA da die Arbeit und Kapazität gespart hat und es einfach irgendwelche neutralen Trikots sind. Kommt ein wenig auch im Osten auf, denn Sparta Prag, der Verein, ist nach längeren Jahren endlich wieder unter Rest der Welt dabei. Das heißt, die alte Legende Tomasz Rosiński ist auch wieder da. Und nachdem es letztes Jahr nach der tollen EM in Frankreich noch nicht geklappt hat, sind sie nun endlich in FIFA 18 dabei. Die WM 2018 Teilnehmer Island. Das hat sehr viele glücklich gemacht, auch wenn weiterhin viele tolle Nationalmannschaften weiterhin fehlen, besonders aus dem Osten. Was fast schon wie eine Revolution ist, ist, dass der Partnervertrag mit Microsoft ausgelaufen ist und es keine exklusiven Bonusinhalte für die Xbox Soccer mehr gibt. Dies gehört der Vergangenheit an. Nun ist man mit Sony eine Partnerschaft eingegangen, was aber zumindest zu FIFA 18 für niemanden ein Vor- oder Nachteil ist. Hier bleibt die Frage offen, was zu FIFA 19 passiert. Durch diesen Fall haben nun endlich alle Plattformen die Legenden. Obwohl, Legenden hat niemand mehr, denn EA hat alle Legenden gelöscht. Und es gibt jetzt neu die sogenannten Icons, also Ikonen. Darunter sind natürlich alte Bekannte, die es vorher auch schon als Legende gab. Dennoch ist es etwas ganz Neues. Mit Ronaldo und Ronaldinho kommen auch zwei lang gewünschte Ikonen in FIFA 18, die es nicht nur einmal im Spielmodus Ultimate Team gibt, sondern es gibt sie gleich dreimal. Mit FIFA 18 kommen nämlich die Icon Stories. Drei verschiedene Karten, derselbe Spieler aus drei verschiedenen Erfolgsperioden seiner Karriere. Natürlich sehen diese auf dem Platz auch entsprechend anders aus und haben andere Attributen. Und wenn wir schon bei den Icons sind, das ist alles neu im aktuellen beliebtesten Spielmodus Ultimate Team von FIFA. Für Offline-Fans und Zockern, die online in Foot nicht so klarkommen, gibt es nun den Modus Squad Battle. Tritt im neuen Einzelspieler-Modus Squad Battles an und hol dir Belohnungen. Spiele gegen andere Teams aus der Foot-Community, verdiene dir Boni und steige in den besten Listen auf. Im präsentierten Squad Battle kannst du außerdem auch die Teams von Fußballern, FIFA-Profis und Promis herausfordern, um dein Können zu zeigen und dein Team aufzubauen. Es handelt sich hier nur um das Team der jeweiligen Profis und so weiter. Nicht gegen den Spieler selbst spielt man da, es ist ja ein Offline-Modus. Ein Tipp, auch wenn du gerne nur online spielst, Squad Battle ist leicht zu bespielen und nutzt man diesen Modus Woche für Woche intensiv, dann bekommt man wirklich sehenswerte Packs und Preise. Zudem gibt es jetzt nicht nur diese typischen Standard-Beginner-Aufgaben wie stelle dein Team auf oder spiele das erste Spiel und so ein Kram, sondern es gibt nun Tages- und Wochenaufgaben. Die Tagesaufgaben gehen 24 Stunden und wechseln immer um 11 Uhr. Wochenaufgaben sind dann schon etwas schwieriger direkt zu erreichen, dennoch gibt es da Preise wie 1500 Coins, Premium-Packs und so weiter. Auch Squad Building Challenge wurde erweitert und nochmal ein bisschen verbessert für noch mehr Spielspaß und Herausforderung. Viele haben sich wegen der E-Sport-Entwicklung einen Zuschauermodus gewünscht, doch dieser bleibt weiterhin aus. Dafür gibt es nun den Champions Channel. Die abgefahrensten Spiele werden dort von EA hochgeladen und du kannst diese dir nochmal und nochmal ansehen mit einer Timeline, die dir sagt, wann was im Spiel passiert ist. Spule vor oder pausiere und wechsle die Kamera, um das Gameplay besser zu verstehen oder dazu zu lernen, wie die großen FIFA-Zocker das machen. Die Web-App und Companion-App wurde komplett überarbeitet. Eher zum Nachteil für EA, denn einige finden, dass diese neue Art eher ein Rückschritt ist. Übrigens, ab November 2017 gibt's dann auch ein Update auf die FIFA Mobile App mit einigen Erneuerungen und mehr Spielspaß. Aber dieses Update wird auch für Ärgernis sorgen, denn dein Team wird auf null zurückgestellt.
In der Spielerkarriere hat man übrigens nichts geändert. Dafür kommt Teil 2 vom Story-Modus mit dem Titel The Journey Hunter Returns. Man kann weiter mit Alex Hunter eine Geschichte eines Fußballtalents erleben und mit FIFA 18 diesmal etwas intensiver bzw. emotionaler und größer. Denn diesmal kannst du wechseln zu Atletico Madrid, FC Bayern oder PSG. Du triffst dabei auf tolle Stars wie Thierry Henry, Dele Alli, Griezmann, Thomas Müller, Ferdinand, Cristiano Ronaldo und mehr. In 6 Kapiteln musst du bestimmte Aufgaben erledigen, somit kannst du schneller größer werden. Zudem kannst du nun Hunter eine neue Frisur verpassen, Fußballschuhe sowie Klamotten ändern und das erscheint auch in jeder Sequenz. Erlebe für einen kurzen Moment wie in alten Zeiten FIFA Street oder spiele mit einem Kumpel lokal am selben Gerät die Spiele. Übrigens musst du nicht FIFA 17 gespielt haben, um den zweiten Teil spielen zu können. Für alle, die aber FIFA 17 angefangen haben, können ihren FIFA 17 Alex Hunter in FIFA 18 importieren. Und für die, die nicht so gut Englisch können und keine Lust haben, Dialoge lesen zu müssen, EA hat mit FIFA 18 gleich, Gott sei Dank gleich, alles deutsch synchronisiert rausgebracht. So wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Die Stars wiederum reden weiterhin in Englisch oder in ihrer Sprache, um den Realismus der Figur beizubehalten. Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Sei gespannt auf ein abgefahrenes Abenteuer. Doch sei gewarnt, enttäuschend ist, dass die Story nicht so ganz so startet, wie das Ende von FIFA 17 eben darbietet. Es dockt also nicht ganz so an. Was ist denn passiert? Der kometenhafte Aufstieg von Alex Hunter geht weiter. Er ist nur noch der Kandidatenliste für die englische Nationalmannschaft. Für die Hunter-Familie sicher ein Tag zum Feiern. Auch in Pro Clubs gab es wenige Anpassungen bzw. Verbesserungen. Einen besseren Fähigkeitsverlauf und eine bessere Lobby, dass es flüssiger und schneller geht. Zudem kannst du deinen Spielern nun 3 Spielstile geben, also zum Beispiel einmal Stürmer, dann ZM und Innenverteidiger. Somit bist du gut vorbereitet und kannst in der Lobby direkt dich dem Team anpassen für eine Position. Achtung, ein wichtiger Hinweis, denn aktuell, während ich dieses Video produziere, ist Pro Clubs nicht spielbar in FIFA 18. Total verbuggt und nicht funktionsfähig. Ich finde, das sollte man ehrlich euch auch mitteilen. Es kann sein, dass jederzeit aber diese Probleme gepatcht werden. Die FIFA-Community hat schon Beschwerde eingelegt, ob EA noch reagieren wird. Müssen wir abwarten. Der Karrieremodus ist nicht wirklich neu oder revolutionär. Das kann man nun nicht behaupten. Dennoch hat EA diesem etwas Neues verpasst. Die sogenannte Transferzentrale ist nun dein neuer Ort für Spielerverhandlungen, die du mit coolen Sequenzvorlagen aus The Journey erleben oder einen Assistenten ausführen lassen kannst. Zudem sind in gewissen Maßen die Verhandlungen viel schwerer geworden. Du kannst nicht mehr einfach jeden holen, solange das Gehalt stimmte. Der Berater und Spieler haben nun ein bisschen mehr Wünsche, die manchmal an deine Grenzen der Möglichkeiten gehen und dann muss man auch mal selber Nein sagen und das war's. Zudem gibt's nun durch die Frostbite Engine ein neues News-System, das aktuelle News generiert und dir immer wieder coole Bilder sowie kurze Videos darstellt. Wenn zum Beispiel ein großer bekannter Star wohin wechselt, sieht man ihn bei der Pressekonferenz oder wie er das neue Trikot trägt oder hält. Es gibt jetzt auch einen Quicksub. Das ist ein System, wo du vor dem Spiel starten 3 Spieler aussuchen kannst, die du später, während das Spiel läuft, einwechseln kannst, ohne ins Menü gehen zu müssen. Diesen Quicksub gibt es auch in Food und anderen Spielmodus, obwohl man sagen muss, da ist die Vorprogrammierung etwas komplizierter bzw. geht nicht, aber im Spiel ist es drin. Etwas ganz Besonderes ist der El Tornado. Diesen können nur bestimmte Spieler ausführen, ein ganz bestimmter Move im Gameplay. Zu den Spielern, die diesen Move ausführen können, gehört darunter Cristiano Ronaldo, Dele Alli, Griezmann und ein paar weitere. Hier handelt es sich um ein Skill, wo der Spieler in der Umdrehung den Ball in die Luft hebt und dann sich dreht und einen Hammerschuss machen kann. Dieser Move ist OP und man kann viele Tore damit machen.
Im Gameplay selbst hatte sich einiges geändert, bis EA Sports den ersten Patch rausgebracht hat. Das Gameplay an sich in FIFA 18 ist bereits langsamer. Der Patch macht es noch langsamer und in vielen Punkten fühlt er sich genau wie FIFA 17 an. Auch wenn sich das fast schon schockierend anhören mag, hat sich einiges getan. Neue Bewegungs- und Abschlussanimationen sorgen für noch flüssigere Schüsse und Kopfbälle und für noch mehr dramatische Tore und die neue Flankensteuerung gibt dir diverse Optionen, den Ball in den Strafraum zu schlagen. Flüssige Flanken in die Mitte oder an den langen Pfosten sorgen für neue Vielfalt beim Finden oder bestmöglichen Anspielstationen. FIFA 18 macht den größten Schritt in Sachen Gameplay-Innovation, den es in der Spielerei jemals gegeben hat. Das Spiel präsentiert Real Player Motion Technologie, ein neues Animationssystem mit neuartigem Reaktionstempo und ungeahnter Spielerpersönlichkeit. Cristiano Ronaldo und seine Superstar-Kollegen entsprechen nun in ihren Bewegungen und in ihrem Charakter genau ihren echten Vorbildern. Die neuen Teamstile übertragen die bekanntesten Taktiken der besten Clubs der Welt auf den Rasen von FIFA 18. Vom Tiki-Taka bis hin zum frühen Pressing. Mit den neuen Spieleroptionen kannst du Raum und Zeit zu deinem Vorteil nutzen, das Spiel noch besser lesen und noch mehr Chancen rausholen. Und die optimierten Taktiken sorgen für bessere Anspieloptionen, neue Offensivläufe und ständige Mitspielerhilfe. Ebenfalls wurde der Elfmeter bearbeitet und ist ein Ticken besser als der in FIFA 17, hat aber immer noch seine Ecken und Kanten und leichte Fails, die die Pros nutzen. Das Dribbling ist so leicht wie nie zuvor und macht deshalb das Spiel zu einem der skilllastigsten FIFA der ganzen Reihe. Auch wenige neue Skills sind integriert. Das Abwehrverhalten wurde komplett überarbeitet, die KI hilft nicht mehr. Die Herausforderung ist höher und da es für die meisten sehr gewohnheitsbedürftig ist, fallen sehr, oh ja, sehr viele Tore. Was wirklich super ist, ist, dass nach vielen Jahren endlich die Fans überarbeitet wurden und dank der Frostbite Engine nun 3D sind und auch um einiges sich besser zur Situation verhalten und bewegen. Auch der Sound wurde viel mehr angepasst. Um das Spielfeld herum wurde auch einiges hinzugefügt, um das Stadion lebendiger darzubieten. Dennoch noch nicht ganz so lebendig wie bei PES. Mit Autos, Krankenwagen und vieles mehr. Auch Fanbanner, Flaggen, Stadionbanner und richtige Stadionanzeigen wurden verbessert und bringen mehr Authentizität ins Spiel. Wie bereits aus dem modernen Fernsehen bekannt, gibt es ab FIFA 18 auch eine 360-Grad-Kamera. Diese kommt aber nur bei Traumtoren und nur in den Offline-Modis. Es gibt mit FIFA 18 auch eine Switch-Version. Spiele auf dem TV oder unterwegs mit FIFA Ultimate Team, Karrieremodus, Switch-Anstoß und lokalen Saisons. FIFA 18 bietet für Nintendo Switch mehr Modus-Spieltiefe als jede andere Handheld-Konsole. Dennoch hat sie leider keinen Freund-Online-Modus und das verärgert sehr viele. Sollte ich jetzt nichts Wichtiges vergessen haben, gibt es nur noch die Info, dass fast all das, was ich hier dir gerade präsentiert habe, nicht bei der PlayStation 3 und Xbox 360 Version dabei ist. Denn die Old-Gen-Version des FIFA 18 ist nur ein Kader-Update zu FIFA 17 mit sehr, sehr wenigen neuen Optimierungen. Ich hoffe, du konntest durch dieses Video all deine Fragen beantworten lassen und oder bist nun voll im Bilde, was FIFA 18 angeht. Dann lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere mich und sei ab März 2018 voll auf dem Laufenden, was FIFA 19 betrifft.